So, moin liebe Leute, heute wieder ein Video mit der Sud Express Eurodual der HVLE. Bevor wir hier jetzt anfangen, möchte ich nochmal meinen Dank aussprechen an Daniel und Matthias, die mir tatkräftig geholfen haben, weil ich in den letzten beiden Tagen einen Anfall geistiger Umnachtung hatte. Ja, ihr kennt das bestimmt, man ist nicht jeden Tag immer gleich gut drauf, manchmal schießt man Bock oder kann irgendwie nicht straightforward denken, keine Ahnung. Ist mir hier passiert. Ich habe mein Lehrgeld wieder bezahlt, habe dazu gelernt und gut ist, weitermachen im Text. So, ich hatte ja gezeigt, wie das geöffnet wird. Ich hatte dann einen, wie gesagt, das ist eine, wollen wir ganz von vorne anfangen. Es ist eine DC-Lok mit MTC21-Schnittstelle. Mal mit dem Sound habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, das ist nicht ganz so der Brüller mit, ist ein bisschen fad, der Sound, ist ein bisschen schade. Man kann es verbessern, aber ich bin im Moment sowieso nicht so der Soundtyp. Ich fahre lieber rein mit Lokpiloten. So, wie gesagt, den habe ich zuerst reingesetzt. Na, Fokus, da sind wir wieder. Und zwar ist das unschwer zu erkennen, ein Lokpilot V4. Damit lief die Lok auch. Damit lief die Lok auch perfekt. Die Lichtfunktion, ja. Licht vorwärts unten, fahrtrichtungsabhängig funktionierte. Das obere Spitzensignal funktionierte auch. Ich kriegte nur eine Seite Rücklicht zum Leuchten und das war's. Da war ich schon ein wenig, ja, was soll ich sagen? Ne? Ja, und das war's. Das war meine erste Umnachtung. Weil ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass der nur vier Schaltausgänge hat. Ja, und dann waren die schon alle belegt. Ist auch logisch. Ja. Ja. Das war so der erste Punkt. Ne. Dann hatte ich mir einen V5er geholt. Nächsten Tag, weil ich da bei meinem Fachhändler vorbeigekommen bin. Schöne Grüße an meinen Fachhändler, der beguckt meine Videos auch immer. Ja, sehr witzig. Nee, hatte mir einen V5er geholt, habe den reingesetzt. Das war gestern. Damit lief die Lok auch sehr gut, perfekt. Aber keine einzige Lichtfunktion. Null, nada, gar nichts. Das Einzige, was funktionierte, war auf F12 die Lüfter oben. Ganz merkwürdig. Da war ich ein wenig leicht irritiert. Und ja. Wie ihr das dann so habt, dann programmieren, programmieren, funktionierte alles nicht. Dann hatte ich den zweiten Fehler begangen. Meine Software für meinen Lokprogrammer war einfach zu alt. Da musste ich erstmal die Software aktualisieren. Das war die zweite Geschichte. Auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, jetzt steht man wieder scharf. Das kommt auch wahrscheinlich, weil ich den Lokprogrammer bestimmt, boah, ich will nicht viel sagen, aber ich habe den bestimmt 3 Vierteljahr, wenn nicht noch länger, nicht gebraucht. Und ja, dann denkt man da nicht drüber nach. Aber das war auch, das hatte ich auch ganz schnell begriffen. Der V5er, dann habe ich die Firmware aktualisiert von dem Decoder. Das dauerte alles ellenlang. Normalerweise, wenn der dann die Benutzeroberfläche öffnet beim Log-Programmer, habt ihr so einen Decoder eigentlich ganz schnell ausgelesen. Der grüne Balken ist eigentlich normalerweise ein paar Sekunden. Hier 9 Minuten 58 Sekunden. Ja, da dachte ich mir schon, ups, was ist denn hier los? Ne? Das war so die nächste Geschichte. Aber irgendwann ging das auch. Und die Firmware aktualisiert, Lok lief auch, man konnte sogar die Loknummer ändern, das funktionierte alles, kriegte aber keine Lichtfunktion. Nix, null, nada. Da war ich schon wieder ein wenig, ja, leicht angebrannt.
Ja. Weil nicht mal F0, dann war ich schon so, da hatte ich schon normalerweise, okay, andere Zusatzfunktionen will ich mich noch drüber stillhalten, aber das nicht mal F0 war schon ein bisschen spanisch für mich. Habe ich bis jetzt so noch nicht gehabt. Das war wie ich das allererste Mal. Bis mein lieber Kollege Daniel mich darauf aufmerksam gemacht hat, hey, hör mal zu, du musst den Pfeil bei SuiteExpress auf der Seite hochladen und dann den Pfeil auf dem Log-Programmer in den Decoder programmieren. Sonst läuft die Geschichte nicht. Und das ist tatsächlich so. Das wollte ich erst nicht glauben, aber das ist tatsächlich so. Da war ich richtig, richtig erstaunt. Richtig erstaunt. Weil, das kommt ja auch noch dazu, ich kann euch das hier mal zeigen. Hier, wo steht es jetzt? Digitalisierung. Ja, könnt ihr selber mitlesen. Decoder-Einbau. Könnt ihr mitlesen. Da steht keine Silbe. Keine Silbe davon. Wenn man ein DC-Modell hat, dass man den Pfeil auf der Seite runterladen muss, damit die Lichtfunktionen funktionieren. Ich hatte es wohl gesehen, weil ich mal bei denen, ich hatte es gesehen, weil ich bei denen auf der Seite da, das hatte ich auch geschnaggelt, nur ich dachte, hä? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Okay, wenn man die Soundversion hat, klar, das steht auch in der Anleitung drin, ganz deutlich. Wenn man die Soundversion hat, ist der Decoder, ist ein Werkzeugcoder von denen so weit vorbereitet, dass alles funktioniert. Hat man DC-Modell, Leute, ich kann euch immer wieder anraten, ladet den Pfeil runter, ladet das über den Log-Programmer und dann läuft das. Hat mich gestern den ganzen Abend gekostet. Und wahrscheinlich ein paar Nerven. Ich möchte da auch nicht zu viel zu sagen. Ich kann nur so viel sagen. Ich möchte zumindest das erwähnen. Es ist ein schlauer Schachzug von ESO. Ja, ich weiß, es ist eine Zusammenarbeit mit ESO entstanden. Alles gut, alles schön. Aber finde ich nicht ganz so brillant, um das mal vorsichtig zu sagen. Finde ich für uns Endverbraucher nicht so gerade gelungen. Weil ich immer so denke, eigentlich, wenn man ein DC-Log kauft mit einer Schnittstelle, sollte das eigentlich eine offene Plattform sein, dass man da reinbauen kann, was man möchte. Ja? Und ich habe natürlich jetzt noch keinen anderen Decoder ausprobiert, weil ich keinen anderen MTC 21 DCC Decoder hier habe. Hätte ich ein Trainomagic hier gehabt oder hätte ein Cimo hier gehabt mit der Schnittstelle, dann hätte ich die da reingebaut und dann probiert, ob es damit läuft. Ja, ob man damit dann die Funktionen schalten kann oder ob das jetzt wirklich nur für den V5er gilt. Weil wie gesagt, mit dem V4er hat er die Lichtfunktionen geschaltet. Ja, okay, der hat nicht genug Ausgänge, klar, das ist aber ein anderes Thema. Ja, und wie gesagt, ich kam da und kam da nichts weiter. Und wie man dann so ist in seinem Brass, will man ja auch dann nicht so gerne auf andere Leute hören und denkt, ich habe das eigentlich schon immer so gemacht, hat eigentlich bis jetzt zu 99,9999% immer funktioniert. Das ist jetzt das erste Mal, dass es nicht funktioniert hat. Da habe ich völlig daneben gelegen, gebe ich gerne zu. So, was habe ich dann gemacht, wo das nicht funktionierte? Ich denke, ja, vielleicht, es könnte ja sein, es ist ja wirklich eine sehr komplexe Lok. Vielleicht Decoder kaputt, vielleicht die Hauptplatine irgendwie was defekt, das ist da nicht. Wer weiß das schon? Ja, und dann habe ich den Decoder wieder ausprobiert, habe den hier auf den Prüfstand gesetzt. Ja, da haben wir so einen schönen, wir haben ja alle Schnittstellen hier. Das Ding ist, kann ich euch nur wärmstens anraten. Da habe ich den angeschlossen an den Programmer und alles funktioniert. Motorregelung läuft. Alle, hier könnt ihr dann sehen, hier sind dann die LEDs, die leuchten dann auf, wenn ihr eine gewisse Funktion schaltet. Alles hat funktioniert. F0, fahrtrichtungsabhängig, alles funktionierte. Das war also ein Zeichen, dass der Decoder in Ordnung war. Ja. Hätte ich wahrscheinlich eher gehört auf meine Kollegen.
hätte ich mir die Zeit sparen können. Also deswegen mache ich hier jetzt auch das Video. Habt ihr ein DC-Modell, ladet euch den File runter von der Eurodual. Das ist Download und ich glaube, da steht unter Downloads oder Manuals. Nee, warum steht da drin noch? Aber da kommen vier Files kommen da. Und da müsst ihr den unteren müsst ihr haben. Ja. Und das geht ganz einfach. Wenn man den dann hochlädt und klickt dann da drauf, dann öffnet und man hat den Log-Programmer auf, das wisst ihr selber, das geht alles automatisch und das war auch ratzfatz drauf. Ja. So, jetzt kann ich das mal zeigen nach dem ganzen Geschwafel, nach dem ganzen Hack-Mack. So, vorwärts. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist Fahrstufe 1. Und das Schöne, die beschleunigt so schön langsam, das ist richtig geil. Also das ist wirklich immens, wie langsam und sanft die beschleunigt. Ja, da möchte ich gerade nämlich noch was zu sagen, das habe ich mal wieder vergessen gerade. So, jetzt ist der Regler auf 0. Dann könnt ihr sehen, wie lange die weiterfährt. Seht ihr? Das sind schon ein paar Sekunden, dass sie weiterfährt. Also richtig schönes, langsames Abbremsen. Richtig geil. Was ich vergessen habe, wenn man den Pfeil von Sud Express hochlädt und auf den Decoder lädt, er verändert nicht nur oder er programmiert nicht nur die Lichtfunktionen. Nein, er verändert auch die Motorkennlinie. Ne? Weil das habe ich nämlich, wo ich das hochgeladen hatte, habe ich nämlich geguckt, da dachte ich mir, ja, du gehst nochmal immer auf Motorregelung und normalerweise habt ihr dann immer diese 3-Punkt-Kennlinie. Die kam gar nicht, es kam gleich die frei programmierbare Kennlinie. Und alles war da schon programmiert. Die Höchstgeschwindigkeit hatten sie runtergesetzt, glaube ich, auf normal ist ja auf 255, hatten sie runtergesetzt auf 166. Die Anfahrtsspannung haben sie, glaube ich, von 14 runtergesetzt auf, ich weiß nicht wie viel, müsste ich jetzt nachgucken. Bei I und K haben sie die Werte verändert, I slow und K slow haben sie die Werte verändert. Adaptive Lastregelung hatten sie aktiviert, also das hatte der auch alles mit reinprogrammiert. Das war alles mit in den Pfeil drin. Ne? Und ich habe jetzt auch noch nichts wieder geändert. Also die läuft richtig, richtig gut. Man muss sich klar jetzt gewöhnen an die ganze Funktionsbelegung. Da bin ich jetzt noch überlegen, ob ich die Tastenbelegung noch verändere. Weil das ist so ein Ding, deswegen wollte ich auch eigentlich nicht so gerne den Pfeil hochladen. Weil es ist alles crisscross. Ne? Weil eins ist jetzt... Jetzt hört ihr es. Das sind die Lüfter. Auch die ganzen Beleuchtungsfunktionen, das ist nicht an-aus. Das könnt ihr auch mit dem Lüfter jetzt gerade. Das dauert so, ich sag mal was, 1-2 Sekunden und dann fängt das an zu laufen. Jetzt aus. Ne? Wie lange das dauert. Es ist alles ganz gemächlich und das geht mit dem Licht, das zeige ich gleich, auch alles ein bisschen, dass das nicht sofort aus ist. Das dauert ein bisschen, bis das Licht aus ist. Ne? Das hat der alles mit reinprogrammiert. Also richtig, richtig gut. Fahrtrichtung haut auch hin. Das ist Kabine 1, das ist Kabine 2. Also fährt die jetzt in Vorwärts. Haut auch alles hin. Was auch schön ist, finde ich, dass die ganzen Lichtfunktionen fahrtrichtungsabhängig sind. Das musste man früher, oder war ich immer so gewohnt bei anderen Loks, da musste man die ganzen Lichtfunktionen in der Funktionszuordnung im Programmer ändern und dann auf, kennt ihr ja, vorwärts, rückwärts stellen und das alles einprogrammieren. Ist hier alles jetzt durch den Pfeil alles drin. Da braucht ihr euch nicht mehr drum zu kümmern. Das ist ein Ding, wo ich sage, ja, das haben sie auch richtig gut gemacht. So, jetzt muss ich natürlich im Vorwärts gehen.
Und jetzt könnt ihr sehen, jetzt habt ihr das 3-Spitzen-Signal. Jetzt geht man auf rückwärts, wie langsam das Licht angeht, und dann ist gleich das rote Licht ist an. Jetzt muss ich, schlacht mich tot, wie man das rote Licht ausmacht. Ich meine, nee, war es nicht. Das ist, was ich meine. Das ist alles durcheinander. Ist nicht logisch. Die Funktionszuordnung ist nicht für mich, für meinen Geschmack nicht logisch zugeordnet. Aber es funktioniert alles. Kabinenbeleuchtung funktioniert. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr. F3. Das können wir da mal durchschalten, dann wissen wir es ja. So, jetzt haben wir da wieder Funzel an. Das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Kabinenbeleuchtung ist ja noch nicht so hyper interessant, finde ich zumindest nicht. Ja, so weit, so gut. Also die fährt richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen schade, dass man sich da nicht weiter zu äußert, dass man den Pfeil da hochladen muss. Ja. Auf der Seite bei SudExpress, klar, da steht es auch ganz deutlich drin, dass die Lok nur richtig funktioniert in Verbindung mit einem V5-Decoder. Ja, aber da wird sich auch totgeschwiegen, ob es nun ein Lokpilot oder ein Lok-Sound-Decoder ist. Ne? Man kann ja beide meinen, oder nicht. Ne? Ja, das würde ich ein bisschen, dass man da ein bisschen konkreter und ein bisschen deutlicher wäre. Das würde, denke ich mal, vielen Leuten, die da nicht so viel Ahnung von haben, auch vielleicht ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen. Selbst ich habe da ja vorgestanden wie so ein Ochse vom Berg. Und das finde ich schade. Wenn man da hätte man ja nur einen Satz reinschreiben brauchen in die Bedienungsanleitung. So, wenn ihr nun eine DC-Lok gekauft habt und baut dann Lokpiloten ein, müsst ihr den Pfeil runterladen, weil sonst die Beleuchtung nicht funktioniert. Ein Satz. Und jeder wüsste Bescheid. Dann würde jeder bei denen auf die Seite gehen, batz, den Ding hochladen, auf dem Logprogrammer programmieren, fertig. Gar kein Thema. Ne, so war das ein bisschen. Ja. Gut, dass dann immer Kollegen gibt, ne, so wie bei meine beiden Strategen, ne, die das dann wissen. Die halten sich dann auch wahrscheinlich mehr mit den Loks auf. Also dieses Jahr ist jetzt das erste Mal wieder, dass ich was Europäisches gekauft habe. Weil ich war eigentlich mit dem Thema durch. Die halten sich da mehr mit auf und befassen sich da mehr mit. Die haben das wahrscheinlich mehr auf dem Schirm. Ne? Ich bin ja meine Ami-Klitschen gewohnt. Das ist dagegen ja natürlich 0815. Das ist Bulletproof, sag ich mal. Das kann wirklich jeder Hans und Franz zusammenbauen oder jeder Hans und Franz programmieren, weil da gibt's solche, so ein Hackmack nicht. Ne, da kann man jeden Decoder reinbauen, die Lok läuft, Licht vorwärts, Licht rückwärts und fertig. Ne? Da hat man zum Beispiel auch nicht solche Hauptplatinen, wo da 100.000 Komponenten drauf sind. Ne, das hat man leider einfach nur bei den Europabahnen. Ne? Kommt wahrscheinlich mit diesen ganzen Lichtfunktionen, wie wir das hier haben in Europa. Das ist klar, das ist alles ein bisschen umfangreicher. Ne? Das haben die Amis alles ein bisschen einfacher. Und die sind auch da, die Loks sind auch wesentlich einfacher gestrickt. Ja. Aber egal, das dazu. Das habe ich beinahe schon 20 Minuten geredet. Es ist ein tolles Modell. Sie läuft richtig, richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Ich werde die gleich nochmal mit unten aufs Layout nehmen und da mal eine ausgiebige Probefahrt machen und nochmal gucken, wie die durch die Weichen läuft, weil einige Leute da ja auch wieder
rumgemosert haben, oh, die entgleist immer da auf irgendwelchen Weichen und das läuft alles nicht und hast nicht gesehen. Ne? Ja. Das werde ich gleich nochmal testen und dann werden wir weitersehen. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, war jetzt viel Gerede, viel technisches Bla 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 oder bla bla bla, je nachdem. Aber ich sage immer, man kann nicht alles wissen. Man kann wirklich nicht alles wissen. Ne? Und ich denke mal, dass dann Laie, der wirklich auch von nichts eine Ahnung hat, oder ja, das klingt jetzt blöde, was ich sage, aber der vielleicht nicht so in der Materie drin sitzt, wollen wir so sagen, der steht dann da richtig vor. Ich glaube, der würde richtig davor stehen und denken, und nu? Ne? Ja. Das sind so die Sachen, aber ich denke mal, dass das immer, finde ich, im Allgemeinen heute ein Riesenproblem ist, finde ich. Der Informationsfluss. Das lässt zu wünschen übrig. Und das ist jetzt nicht nur Modellbahn. Ich finde das allgemein, das sehe ich bei uns in der Firma auch. 100.000 Mann, jeder wühlt da drin rum, aber dann irgendwie mal demjenigen, den das was angeht, der das ausführen muss, dem dann die Information zukommen zu lassen. Nee, da hapert's dann. Da hapert's dann. Aber im Büro hinter 6 Bildschirmen sitzen, ne, und Knopf im Ohr und mit der ganzen Welt verlinkt sein, aber mit seinem Kollegen da mal zu reden und Informationen weiterzugehen, da hört's dann auf. Ne? Ja, empfinde ich leider so. Ist so. Ne? So, genug geschwafelt. Das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.